Ho, ho, ho! Fröhlichen Siegtag! Ein knackiges Sci-Fi in die Runde. Mein Name ist Adlerwache und ich begrüße euch auf meinem Kanal. Ja, Freunde, heute ist wieder der Tag! Der Tage! Und die Patch Notes sind da. Und was soll ich sagen? Leute, ganz ehrlich, für mich klingt das Update erstmal nicht wirklich geil. Ganz im Gegenteil, ich bin eher ziemlich enttäuscht. Aber wie gesagt, es ist jetzt nur so vom Lesen her. Wir müssen es uns natürlich erstmal live angucken. Deswegen erstmal ohne Gewehr. Nicht, dass ihr denkt, oh, der Adler will mir schon gleich schlechte Laune reindrücken. Ja, letztens Weihnachtsupdate war eigentlich immer was richtig schön Großes, sehr weihnachtlich, ne? Einen schönen weihnachtlichen Hafen etc. pp. Man kam total schön in Weihnachtsstimmung und das ist mit diesem Update überhaupt nicht der Fall. Ihr hattet es ja schon in dem Trailer-Video gesehen gehabt, ne? Sehr viel Cyberpunk Gedöns, das ist so überhaupt nicht meins, finde ich, passt auch zu Weihnachten überhaupt nicht, also das hätten sie gerne ein bisschen später raushauen können und ja, auch so die Inhalte, ne, also die haben mich tatsächlich jetzt so vom Lesen her nicht sonderlich überzeugt, wie gesagt, wir gucken es uns in aller Ruhe an, wenn es dann live ist, ne, manchmal liest es sich auch schlechter, wie es dann im Endeffekt ist, manchmal aber auch andersrum, es liest sich dann besser, wie es dann im Endeffekt ist, deswegen ganz ruhig, Freunde, ganz ruhig hinsetzen, wir lesen es uns in aller Ruhe durch. Erstmal sorry, dass die Tage überhaupt keine Videos kamen, das lag einfach daran, ich hatte mal massive technische Probleme, ich hatte massive Probleme mit meinem Rechner und ja, ich habe es eben gerade wirklich erst gelöst bekommen. Wir haben jetzt, ich kann mal kurz gucken, 1.07 Uhr auf dem Donnerstag drauf, also ihr merkt, ich sitze lange an dem Rechner dran, ja, und die Videos, die ich fertig gehabt hatte, sind alle weg und auch die Runde von der La Perla ist komplett weg, das heißt, da muss ich eine komplett neue Runde aufnehmen, die von der französischen Gede konnte ich noch retten, aber ja, ist ein bisschen blöd gelaufen. Dann noch ein anderer Hinweis, Freunde, am 23. Dezember hat der Fatty Geburtstag und da möchte ich mit euch ein bisschen feiern, das bedeutet, wir werden einen wunderschönen Streamabend machen, wir werden Legends spielen, wir werden vielleicht mal wieder U-Boat spielen, wir werden spielen, also ich möchte mehrere Livestreams machen, ich würde mal sagen, dass wir immer so eine Stunde ein Spiel spielen und dann halt auf was anderes switchen, ne, und lasst uns einfach Spaß haben, da hätte ich mal wieder richtig Bock drauf. Gut, Wartungszeiten, Xbox 16. Dezember 8 bis 11 Uhr, PlayStation 16. Dezember 8 bis 11 Uhr, iOS, Android logischerweise auch, Größe des Updates bei der Xbox One SX ca. 3,9 GB, bei der Series SX ca. 3,8 GB, bei der PS4 ca. 3,7 GB und bei der PS5 Pro ca. 1,1 GB. iOS, Android, ca. 1,4 GB bzw. 1,5 GB. Festtagsupdate, Blick in die Zukunft, Feldzug, die beste Form des Angriffs, Winterflotte, Cyberneujahr, Neon-Festtagkalender, Schiffsbausammlung, Keilerei-Season und Season Gewehre der Gefechte. Das war's. Kapitäne, seid ihr schon in Feiertagsstimmung? Wir auf jeden Fall. Hier ist ein kleines Geschenk für euch. Mit dem Code, ihr seht's, könnt ihr euch eine große Kiste Winter 23, 6 Tarnungen, Festtage und 6 einfache Booster für Creditpunkte abholen. Endlich machen sie, packen sie mal wieder eine große Kiste rein. Das ist ja wohl mal in Ordnung. Also hier kann man mal sagen, sie haben ein bisschen was dazu gelernt, aber das wird wahrscheinlich auch nur ein Einzelfall sein. Und das ist noch nicht alles. Wir haben ein noch größeres Geschenk auf Lager. Lest weiter, um alle Details zu erfahren. Werfen wir einen kurzen Blick auf alles, was in diesem Update neu ist. Neujahrsgeschenk von uns, Feldzug um den legendären Kreuzer Defense, Cyberfeiertag, neue Schiffe und Kapitänsoutfit aus der Zukunft, neuer Kalender mit einem Cyberpunk-Kapitänsoutfit als Hauptbelohnung, Winterflotte, neue Winterversion von Östergötland, New Orleans und Constellation, Sammlung Schiffsbau, Keilerei und gewertete Gefechte, Event arktische Legenden mit berühmten Schiffen des Zweiten Weltkriegs plus Spezialauftrag, Balancing-Änderung und verschiedene Verbesserungen. Ihr merkt schon, es ist gar nicht mal so viel und es ist tatsächlich auch gar nicht mal so viel, also wir sind es eigentlich von Weihnachten doch deutlich größer gewohnt, also, ich bin echt mal gespannt, was ihr mir so in die Kommentare haut. Holt euch euer Neujahrsgeschenk. Wir haben ein besonderes Geschenk für euch vorbereitet und es wird Zeit, es auszupacken. Besucht vom 16. Dezember bis zum 27. Januar den Shop, um euch das kostenlose Paket Neujahrsgeschenk abzuholen. Darin findet ihr alle möglichen tollen Sachen. Unter anderem zwei besondere Kisten, das Spektraltresor 1.0 und Spektraltresor 2.0, in denen mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Premium-Schiff steckt. Sowie Cybersense, die ihr für neue Inhalte ausgeben könnt. Lest weiter, um mehr über die neue Währung und die Kisten zu erfahren. Ihr schaltet damit auch den Auftrag fröhliche
Schiffsnacht frei, der euch noch mehr Geschenke einbringt, unter anderem die Spektraltresor 1.0 und 2.0. Feldzug, die beste Form des Angriffs. Ja, hier kann man noch nicht viel zu sagen, es ist doch sehr allgemein geschrieben. Ne? Die Chance, dass man hier ein Premium-Schiff sieht, soll da sein, mit hoher Wahrscheinlichkeit. Ich bin mal gespannt, was Wargaming unter hoher Wahrscheinlichkeit droppt. Chance technisch versteht, furchtbares Wort. Ja, müssen wir uns auf jeden Fall angucken, kann ich so logischerweise noch nicht zu viel zu sagen. Feldzug, die beste Form des Angriffs, Defense. Ja, Defense, ne, es ist so gesehen eine kleine Nelson auf legendär. Wir präsentieren den legendären britischen Kreuzer Defense, den Hauptpreis dieses Festtagsfeldzugs. Freut euch auf seine 356mm Geschütze, mit denen er mehr Schaden verursachen kann als die meisten anderen Kreuzer im Spiel. Auf Sprenggranaten mit hoher Durchschlagskraft und Brandwahrscheinlichkeit. Auf kraftvolle, vorwärtsgerichtete Torpedos mit 10km Reichweite und einem massiven TP-Vorrat. An Bord sind außerdem eine starke Reparaturmannschaft, die bei jedem Einsatz 40% eures TP wiederherstellen kann. Sowie Sonar- und Nebelerzeuger. Um die Defense zu erhalten, müsst ihr die 100 Meilensteine des Feldzugs innerhalb von 6 Wochen absolvieren. Falls ihr einige der Herausforderungen verpasst, steht euch die Aufholfunktion zur Verfügung. Hier sind die Belohnungen, die ihr für den Abschluss des Feldzugs mit und ohne Admiralitätsunterstützung erhalten könnt. Ja, ein cooles Schiff. Ich bin kein großer Fan davon, legendäre Schiffe in Feldzüge reinzukloppen. Nicht, weil ich es nicht euch gönne, sondern aus dem einfachen Grund, wir haben es jetzt immer wieder gesehen, ne, bei der Mino und auch bei der Brisbane, es taugt einfach nichts, wenn wirklich sehr, sehr unerfahrene neue Spieler direkt in Legendär reinkommen, weil sie erstens die Kapitän noch gar nicht so hoch haben und zweitens überhaupt nicht die Spielerfahrung haben. Und Legendär ist halt eine Stufe, die dir halt keinerlei Fehler verzeiht und die sind dann halt innerhalb von Sekunden einfach weg und das, weiß ich nicht, das trübt dann halt auch selbst den Spielspaß. Ich sag mal, auch wenn die im Gegnerteam sind, trotzdem, wer hat schon gerne nur 2-3 Minuten Runden, ne? Das ist halt blöd und deswegen bin ich nicht so der große Fan von legendären Feldzügen, allerdings das Schiff finde ich sehr interessant. Und da bin ich auf jeden Fall mal sehr gespannt drauf. Ne? Also ihr seht schon, sie hat einen unfassbar guten Heal. Ich vermute aber auch, sie ist enorm anfällig. Also das wird wirklich, das Ding wird wahrscheinlich zieht das fressen bis zum geht nicht mehr. Ne? Dafür kann sie, hat sie eine gute Hauptbewaffnung und einen guten Heal. Es kommt natürlich auch drauf an, was sie für eine Nachladezeit hat. Ich gehe mal so um die 20 Sekunden aus. Das ist jetzt mal so meine These. Wir werden es uns auf jeden Fall anschauen. Also Feldzugschiff, wir lassen jetzt das Thema mal legendär weg. Ist auf jeden Fall sehr interessant und ist endlich mal wieder was Britisches, ne? Also ich finde, Briten kriegen wir immer sehr, sehr wenig, deswegen bin ich da sehr froh, hier doch mal wieder ein britisches Schiff zu sehen und ich weiß schon, wer sich darüber massiv freut, nämlich unser geliebter Train. So, die beste Form des Angriffs. Verfügbare Belohnung ohne Admiralitätsunterstützung, 50 Einfachbooster, 4 Tarnungen Union Jack, 4 Tarnungen Senta 21, 4 Tarnungen Festtage, 4 Tarnungen Tech Shield, 10.000 globale EP, 125.000 Kapitäns EP, 525.000 Forschungspunkte, 600.000 Creditpunkte, 22 Beförderungsbefehle, ein Abzeichen, eine Auszeichnung, 7 Tage Premium-Spielzeit, 1 Kapitänskiste, 4 große Kisten Winter 23, 2 Spektral-Tresore 1.0 und Nummer 1 Spektraltresor 2.0. 15 Kisten Schiffsbaumsammlung, 3000 Cyber Sands, Aufnäherbasis Defense und Aufnäher Symbol Defense. Gesamtwert 22.320 Dublonen. Mit Admiralitätsunterstützung für die neuen Leute unter euch, die es noch nicht kennen. Ihr müsst 2500 Dublonen ausgeben, um das Schiff auch mitnehmen zu können. 50 seltene Booster, 12 Tarnungen Union Jack, 6 Tarnungen Santa 21, 6 Tarnungen Festtage, 10 Tarnungen Tech Shield, 35.000 globale EP, 325.000 Kapitäns EP, 1.225.000 Forschungspunkte, 2.400.000 Creditpunkte, 26 Beförderungsbefehle, 4 Abzeichen, 4 Auszeichnungen, 750 Dublonen, 8 große Kisten Winter 23, 3 Spektraltresoren 1.0, 1 Spektraltresor 3.0, 4.500 Cybersense, standardmäßige Permanenttarnung für die Defense, Flagge Defense, eine besondere wöchentliche Admiralitätsunterstützung, Auftrag mit Rufpunktenbelohnung und logischerweise legendäre britische Kreuzer Defense. Also Gesamtwert 99.475 Dublonen. Ja, das ist natürlich jetzt hier die Standardtarnung dabei ist, sollte eigentlich da sein. Ne? Es ist ein Feldzugschiff und das sollte eigentlich logisch sein, dass da die Tarnung mit dabei ist. Dass sie das aber jetzt hier als eigenen Punkt aufstellen, bedeutet ja, dass das auch ein einzelner Meilenstein auf im Feldzug ist. Und das finde ich wiederum ein bisschen schwach. Ne? Also,
dass das nicht direkt einfach mit auf dem Schiff drauf ist. Es war ja bei der Mino und bei der Dings ja auch so, wenn ich mich richtig entsinne, bei der Brisbane. Hm, weiß ich nicht. Aber mein Gott, ist jetzt nicht schlimm. Ich finde es schön, dass auf jeden Fall die Tarnung direkt mit dabei ist. Ich mag es nicht, mir da jedes Mal so einfache Tarnung drauf zu machen. Gut, gehen wir mal weiter. Die festliche Zeit beginnt mit Cyberpunk-Inhalten, der Winterflotte und mehr. Ja, Freunde, das hier ist unser Weihnachtsinhalt. Und das sieht für mich halt alles andere aus als weihnachtlich. Seid, wenn ihr das mögt, das ist vollkommen okay. Ich bin da halt ein bisschen altmodisch angehaucht, ne? Ich bin da halt wirklich noch so ein traditioneller kleiner Bub, ne? Der Weihnachten noch genauso gerne feiert wie damals eben auch. Und seine traditionellen Bräuche hat. Und Weihnachten gehört Bier, Schnee, Rot, Süßigkeiten etc. pp. Und das hat für mich halt mit Weihnachten so gar nichts zu tun. Also wirklich gar nichts. Ne? Das sieht aus wie so ein Friedhofsbild. Ich weiß nicht, was das soll. Gefällt mir persönlich gar nicht. Ich bin auch kein Fan von diesem Cyberpunk, obwohl das Spiel Cyberpunk echt nicht schlecht war. Das hat auch mir Spaß gemacht, aber ich bin nicht so der Fan von Zukunftssettings. Trotzdem, weiß ich nicht, bringt mich das hier definitiv nicht auf Weihnachtsstimmung. Willkommen im New York des Jahres 2125. Ab dem 16. Dezember habt ihr die einzigartige Gelegenheit, in die Zukunft zu reisen. Die neonbeleuchtete Stadt New York 2125 zu besuchen und mit eurem Schiff in ihrem Hafen anzulegen. Werft einen Blick in den Shop, wo futuristische Kapitänsoutfit und drei neue Schiffe auf euch warten. Das legendäre italienische Schlachtschiff Loria und der sowjetische Stufe 7 Premiumkreuzer Poschaski in Cyberpunk-Skins sowie der französische Stufe 5 Premium-Kreuzer Duplex. Duplex? Warte mal. Duplex, sind das nicht diese. Ist das nicht diese Kondommarke Duplex? Aber die werden anders geschrieben, ne? Schön. Fahr mit dem Kondom auf Stufe 5. Auch nicht schlecht. Verhütung ist wichtig, Freunde. Verhütung ist wichtig. Ihr könnt diese neuen Inhalte mit CyberSense kaufen. Diese Eventwährung erhaltet ihr durch das Neujahrsgeschenk, den Feldzug wöchentlicher Einsätze, den Kalender, Neonfesttage und im Shop. So. Also anfangs hat sich so gelesen, dass man sich die Sachen ganz normal für Dublonen kaufen kann. Das haben sie aber jetzt hier untenrum wieder sich widersprochen. Also werft einen Blick in den Shop, wo futuristische Kapitänsoutfits und drei neue Schiffe auf euch warten. Das legendäre italienische Schlachtschiff Loria und der sowjetische Stufe 7 Premiumkreuzer Poschaski in Cyberpunk-Skin sowie der französische Stufe 5 Premiumkreuzer Duplex. Ihr könnt diese neuen Inhalte mit CyberSense kaufen. Also ihr braucht diese neue Währung. Hatten wir letztes Jahr auch, ne? Die Anhalt und die Ohio. Muss man natürlich gucken, wie teuer das alles wird. Ich werde euch die Schiffe auf jeden Fall vorstellen. Ja, muss man uns mal angucken. Mir sagt der Kreuzer überhaupt nichts, muss ich ehrlich sagen. Die Loria ist ein italienisches Schlachtschiff, logischerweise auf legendär. Was ich glaube auch SAP hat als Hauptbewaffnung. Was natürlich mal sehr, sehr cool wäre. Und die Duplex kenne ich nur aus anderen Geschichten. Spektraltresore. Spektraltresore sind dieses Jahr oder dieses Neujahr unsere besonderen Kisten. Sie sind von der Welt des Cyberpunk inspiriert und funktionieren genau wie die ultimativen Kisten und die Sender-Kisten, die ihr aus früheren Events vielleicht schon kennt. Es gibt 5 Typen von Spektraltresoren und jeder davon bietet unter anderem die Chance, ein Premium-Schiff oder ein weiteres Spektraltresor einer höheren Stufe freizuschalten. Ausgenommen der Spektraltresor 5.0, der bereits die höchste Stufe darstellt. Seht ihr, und hier sind wir dann wieder, ne, mit ihren sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeiten. Klar, ne, wenn ihr euch natürlich eine hohe Kiste kauft, so eine 5.0 Kiste, ich gehe mal davon aus, dass man die so gar nicht kaufen kann, sondern ne, wahrscheinlich so einen 3er und dann die Hoffnung haben muss, dass es auf eine 5er aufgewertet wird, so wie das mit den Santa-Kisten war, dann ist dann vielleicht auch die Chance sehr hoch, ein Premium-Schiff zu kriegen. Aber die Chance, überhaupt so eine Kiste rauszukriegen, ist dann halt relativ gering oder halt auch extrem teuer. Ne? Und das ist das, was ich bei Wargaming teilweise einfach nicht mag, dass sie das halt so wunderschön schreiben, obwohl es gar nicht so wunderschön ist. Wir wissen es noch nicht, deswegen will ich auch noch gar nicht so viel dazu sagen, aber ne, wir kennen das Santa-System und klar, wenn man eine Santa-1-Kiste bekommt, kann man auch eine Santa-5-Kiste rausziehen. Das habe ich auch schon 2-3 Mal gehabt. Trotzdem danach nur Mist rausgezogen. Also es ist schon sehr unwahrscheinlich, aus einer Santa-1-Kiste eine Santa-5 oder hier Spektraltresor 1.0 auf eine 5.0 zu
Werten und da halt wirklich die guten Goodies abzugreifen. Aber trotzdem, ne, Sonderkisten gibt es dieses Jahr nicht. Es sind diese Spektraldressuren. Also ich weiß nicht, warum Wargaming so ein Event. Ne, ich habe ja nichts dagegen. Sowas hätten sie im Frühjahr machen können oder im Sommer. Ne, dann ist sowas vollkommen okay. Da sage ich auch nichts. Aber zu Weihnachten, da möchte ich doch ein richtig schönes Weihnachtsupdate haben und nicht sowas. Und das finde ich ein bisschen schade. Das finde ich wirklich sehr schade. Kalender Neonfesttage. Schließt zwischen dem 16. Dezember und dem 27. Januar alle täglichen Aufgaben dieses neuen vierwöchigen Kalenders ab, um jede Menge Belohnung und den Hauptpreis zu erhalten. Ultima Starlight, der Superstar von New York, 21/25 als Kapitänsoutfit. Ihr könnt bis zu 7 verpasste Tage kostenlos nachholen. Winterflotte. Ja, hier haben wir wieder diese wunderbar hässliche Wintertarnung. Ich mag sie nicht. Und ihr seht schon, ach nee, ist gar keine Tarnung. Es sind natürlich wieder Schiffe. Constellation W, natürlich. Die Winterflotte ist wieder da und bietet diesmal neue Winterversionen von Östergötland, New Orleans und Constellation. New Orleans hatten wir doch schon, oder nicht? Hatten wir nicht? Ach ne, da gab es, glaube ich, nur den Skin dafür, ne? New Orleans W gab es nicht. Aber ich glaube, dass es die Tarnung für die New Orleans gab. Und Constellation, alle im Shop erhältlich. Ein weiteres Winterschiff, die Hermes W, gibt es als Belohnung für Kapitäne, die Sammlung Schiffsbau abschließen. Die neuen Winterflottenschiffe dieses Jahr haben die gleichen Werte wie die jeweiligen Originalversionen auch. Ja, Freunde, ich bin da kein großer Fan von, aus zwei Gründen. Erstens, es sind 1:1 die gleichen Schiffe, nur haben sie einen dämlichen Buchstaben noch hinten dran stehen mit W. Ne? Also kann man sich völlig sparen, warum man, wenn es Leute geben soll, die sagen, boah, ich mag die Tarnung, was doch vollkommen in Ordnung ist, dann bietet die Tarnung doch einfach so an, ne, dann ist es auch für die Leute nicht so teuer. Nein, man muss sich dann ein komplettes Schiff hier kaufen, was ich totaler Blödsinn finde. Ne? Also da gibt es auf jeden Fall schon mal ein Minus. Zumal, gut, bei der Constellation bin ich mir gar nicht sicher, ob es die aktuelle überhaupt im Shop gibt. Falls ja, ja, dann hat man dann halt den Salat und dann kann man sich auch die normale Constellation holen. Aber ich glaube, die Constellation gibt es aktuell gar nicht. Also bei der Constellation kann man es noch verkraften. Das zweite Problem, was ich dann halt sehe, ne, wer das Schiff schon hat, also die normale Version hat und diese Wintersachen dann zieht, da sind ja meistens die W-Schiffe dann auch drin. Das heißt, dann ziehst du dann beispielsweise, du hast eine Georgia und dann, bam, dir fehlt noch ein Schiff, wo du sagst, boah, hoffentlich ziehe ich das. Und dann ziehst du die Georgia W und das finde ich dann halt outreißend. Ne? Das finde ich halt auch einfach dann nur doof. Deswegen, ich bin von diesen Winterschiffen einfach kein Fan. Ja, Wargaming zieht das jetzt schon seit 2 Jahren durch. Sie werden sich da auch nicht ändern. Ganz im Gegenteil, die werden das wahrscheinlich immer noch mehr ein bisschen hochdrücken. Aber mein Gott, also für Leute, die Constellation nicht haben, ist das vollkommen in Ordnung. Wie gesagt, bei der Constellation bin ich mir nicht sicher, dass es die aktuell nicht gibt. Ich glaube tatsächlich wirklich, dass es die momentan nicht gibt, weil ich habe mich nämlich letztens mal mit meinen Moderatoren mal darüber unterhalten gehabt. Und da war ich, glaube ich, ziemlich verblüfft, dass es die Constellation gar nicht mehr gab. Deswegen, also das Schiff ist auf jeden Fall in Ordnung. Ja, eine New Orleans, was willst du mit einer New Orleans? Ne, du hast das Schiff im Tech Tree. Also das finde ich totaler Blödsinn. Östergötland ist ja auch der Tech Tree. Ne? Kann man sich eigentlich auch sparen. Naja, es ist halt wie es ist. So, Winterschiffe aus früheren Jahren werden ebenfalls im Shop erscheinen und wenn ihr sie euch kauft, erhaltet ihr ein hübsches Sümmchen Cybersynths als Belohnung. Also Freunde, kauft es euch ruhig doppelt, dreifach, ihr kriegt dafür Cybersynths. Woo! Einige Winterschiffe werden übrigens auch durch Paketreihen erhältlich sein. Diese Paketreihen, Freunde, ganz ehrlich, finde ich sowas von dämlich. Ne, das ist wie diese Werkbank. Ne, völlig überzogene Preise. Du musst da, wenn du dann das Schiff zum Schluss haben willst, so dermaßen viel hinblättern. Und ich sag mal, den Gegenwert ist es meistens gar nicht wert, weil du irgendwelche einfachen Kisten und so Blödsinn bekommst, ne, wo du einfach dir sagst, warum soll ich mehr bezahlen? Also diese Paketreihen, die kann sich Wargaming ganz ehrlich auch einfach getrost sparen. Ich finde das einfach nur eine reine Abzocke. Ne, einfach nochmal Schiffe, nochmal deutlich verteuert rauszubringen. Also ich bin da kein Fan von und kann euch auch jedem nur sagen oder raten, lasst die Finger von diesem Paket rein. Wenn ihr ein Schiff haben wollt, was man normal kaufen kann, dann kauft es euch. Es ist natürlich immer blöd, wenn sie natürlich mit Schiffen unter eurer Nase reiben, die es dann nicht mehr gab, zum Beispiel Friesland etc. pp., ne? Haben sie es ja auch gemacht gehabt und dann bist du so ein bisschen gezwungen oder genötigt, dann so eine Paketreihe zu kaufen, ne? Weil du da die Friesland unbedingt haben möchtest. Ich bin da kein Fan von. Also das finde ich einfach nur scheiße, bin ich ehrlich. Paket Neon-Schneefall. Das erste Paket enthält einen Spektraltresor 1.0. Seht ihr? Also das ist im Großen und Ganzen schon mal nicht viel wert. Und ist vollkommen kostenlos. Und in dem letzten Paket steckt das Winterschiff Jupard W. Alle Folgepakete nach dem ersten gewähren euch einen satten Rabatt und einige davon sind gegen Reddit.globale erhältlich.
Ja, wer es glaubt. Paket Verschneite Saga erhält 2 Winterschiffe, die UAW und die Kutuzov W. Alle Pakete bieten euch einen günstigeren Preis als beim Einzelkauf. Sammlung Schiffsbau. Wir haben eine neue Kartensammlung vorbereitet, die den Prozess des Schiffsbaus am Beispiel eines amerikanischen Kreuzers aus dem Zweiten Weltkrieg erläutert. Sammelt alle 12 Karten, um die Premium-Winterversion des britischen Flugzeugträgers Hermes und andere Belohnungen zu erhalten. Ihr findet diese Sammlungskarten in den Kisten Schiffsbausammlung, die im Hauptfeldzug und im Shop für Cybersense erhältlich sind. Ich muss ehrlich sagen, ich habe schon viele von euch gehört, die gesagt haben, boah, nee, das ist überhaupt nicht meins, diese blöde Sammlung, so ein Schwachsinn da auch, die Preise sind... Ich lese mir das tatsächlich ganz gerne durch. Es sind zwar meistens nicht wirklich Sachen, die neu für mich sind, aber ich mag das einfach. Ich mag geschichtliche Sachen und ich finde das schön, dass Wargaming da auch so ein bisschen vermitteln möchte, was die Historie angeht. Ne? Ich finde das gar nicht schlecht, aber ich würde es halt auch cool finden, wenn wir diese Werft hätten. Ne, also jetzt nicht das Event selbst, ne, sondern einfach nur statt dieser Sammlung oder das Büroprojekt, dass man dann einfach im Hintergrund sieht, wie das Schiff gebaut wird. Das würde ich einfach mega feiern. Ne, also, dass man halt auch einfach optisch ein bisschen was hat. Das würde ich echt geil finden. Weitere Aktivitäten und Rabatte. Füllt euren Vorrat an Spielgegenständen wieder auf, indem ihr in diesem Update an Aufträgen und verschiedenen Aktivitäten teilnehmt. Bonus für den ersten Sieg am ersten Wochenende des Updates 21. bis 23. Dezember auf... fünffach erhöht. Forschungsbaumschiffe zum Sonderpreis 15% Rabatt auf Schiffe der Stufe 4 bis 5 und 25% Rabatt auf Schiffe der Stufe 6 bis 8. 23. Dezember bis 6. Januar. Das finde ich eine coole Idee. Windrosen, holt euch Belohnung für den jeweiligen ersten Sieg des Updates mit Schiffen der Stufe 3 und höher. Stufe 3 eine gewöhnliche Kiste, Stufe 4 eine einfache Booster für globale EP, Stufe 5 2 Tarnung, Festtage, Stufe 6 2 seltene Booster für Creditpunkte. Forschungsbaumschiffe der Stufe 7 ein Beförderungsbefehl, Premiumschiffe der Stufe 7 2 Beförderungsbefehle, Stufe 8 3 Tarnung, Textschild. Legendäre Stufe 1 Spektral Tresor 1.0. Ja, ist okay. Kann man nicht viel. Kann man nichts Negatives zu sagen. Ja, wenn man was kostenlos noch dazu bekommt, das ist ja immer nett. Obwohl ich sage, so ein einfacher Booster, ne, den kannst du dir auch in den Tonner kloppen, ganz ehrlich. Ne, da hätten sie vielleicht eine große Herbstkiste oder sowas reinknallen können. Legendäre Stufe, achso, hat man schon. Seegefechte von dem Nordkap. Schließt diesen Auftrag mit britischen oder deutschen Schiffen der Stufe 3 oder höher ab und erhaltet einen Spektraltresor 2.0, 5 Beförderungsbefehle und 20 Exemplar verschiedener Tarnung. Seht ihr, das ist das, was ich meinte, ne? Also, ihr bekommt niemals eine 5.0 Kiste, ne? Es ist halt, ja... Es ist halt Wargaming. Polarnacht an der Barentssee. So, Entschuldigung. Schließt diesen Auftrag mit britischen oder deutschen Schiffen der Stufe 3 oder höher ab und erhaltet 2 Spektraltresoren 1.0. 6 Tarnung Textschild und 1 Tag Premium-Spielzeit. Zusätzliche Cybersend für wöchentliche Einsätze. Holt euch jede Woche bis zu 250 Cybersends, indem ihr während des Updates die wöchentlichen Einsätze abschließt. Umwandlung von Elite EP in globale EP zum Sonderpreis. Ihr erhaltet pro Duplon 35 statt 25 globale EP. 16. Dezember bis 27. Dezember. Neue Season der gewerteten Gefechte und Keilereien. 3 neue Seasons der gewerteten Gefechte erwarten euch in diesem Update. Bestehen aus 5 gegen 5 mit Schiffen der Stufe 6 bis 8 und zwar aller Typen, außer Flugzeugträger. Zu den Belohnungen gehören Stahlkisten, Creditpunkte, Tarnung, Kapitänsartikel und Booster. Bei den Keilereien dürft ihr euch auf 3 weitere Seasons von 3 gegen 3 Gefechten mit Schlachtschiffen der Stufe 5, Kreuzern der Stufe 7 bzw. Schlachtschiffe der Stufe 8 freuen. Wie immer könnt ihr dabei euren Spaß mit verrückten Regelvarianten haben und verschiedene Belohnungen einheimsen, unter anderem Kisten und Creditpunkte. Arktische Legenden. Vom 6. bis zum 27. Januar könnt ihr zum Auftrag Arktischer Konvoi aufbrechen und in den Genuss verschiedener Belohnungen kommen, darunter große Kisten Winter 23 sowie Tarnung. Gleichzeitig kommen verschiedene berühmte Schiffe, die im Zweiten Weltkrieg in nördlichen Gewässern im Einsatz waren. Klar, die Odin, wer kennt sie nicht, ne? Also, da hätte man vielleicht ein anderes Schiff auswählen sollen. Aber okay. Zusammen mit ihren jeweiligen Andenkensflaggen in den Shop. Tirpitz, oh, ich bin mal gespannt, ob es dann auch diesmal wirklich die Tirpitz-Fahne ist oder ob sie uns wieder verarschen wollen und uns wieder die Prinz Eitel-Friedrich-Fahne verkaufen wollen als Tirpitz-Fahne. Duke of York, Scharnhorst, London und Cossack 38. Da würde ich tatsächlich, ohne Witz, also wenn da die Tirpitz-Fahne wirklich dabei ist, Freunde, würde ich mir die Tirpitz nochmal kaufen. Die Scharnhorst-Flagge habe ich schon, aber ich wollte schon immer gerne eine Tirpitz-Fahne haben und da bin ich ganz ehrlich, da kaufe ich mir die Tirpitz nochmal, das ist mir
völlig Wumpe. Ein weiteres historisches Schiff, die Gremiachi, wird in einem Paket zusammen mit einem Kapitänskiste russisch und grundlegende Ressourcen erhältlich sein. Werft auch einen Blick auf die arktischen Skins für die Duke of York, Edinburgh und Scharnhorst, die alle zu günstigen Preisen gegen Stahl, günstig, erhältlich sind. Auch das deutsche Schlachtschiff Odin in seiner nordischen Tarnung und festlichen Permanenttarnung aus vorigen Neujahrsevent gehören zum Angebot dazu. Also, die nordische Tarnung für die Odin ist auch wieder mit dabei. Da haben ja viele drauf gehofft, dass die mal wiederkommt. Da habt ihr die Chance, müsst euch aber natürlich dann die Odin wahrscheinlich mit dazu kaufen. Wenn es euch das wert ist, könnt ihr es machen. Ich würde es wahrscheinlich nicht machen, weil, ja, die Tarnung ist schön, aber nur wegen der Tarnung. Ja, okay. Vergesst, was ich sage. Ich wollte mir auch schon nur wegen der Flagge dann nochmal die Tirpitz kaufen. ja, ich finde es immer schade, dass sowas einfach nicht einzeln angeboten wird. Genauso wie bei der Tirpitz-Fahne, ne? Die hätte ich gerne. Da halt nochmal das komplette Schiff zu kaufen, finde ich halt schon irgendwo ein bisschen blöd. Balancing-Änderung. Diesmal haben wir uns entschlossen, verschiedene Schiffe einen Buff zu verleihen, deren Balancing nicht ganz ideal war. Druid, Ibuki, Ibuki B, Iwami, Iwami B, Sejong, Z44, Constellation, Gascon, Mugami, Miyogi. Ganz witzig. Vibirus, Viribus, Unitis und Jubari. Wir haben außerdem den Torpedo-Höchstschaden der Hermes reduziert. Alle Einzelheiten dazu findet ihr im neuesten Bericht. Verbesserung, alle Plattformen. Flugzeugträger haben jetzt in Gefechten gegen KI und Standardgefechten auf den folgenden Karten nur noch einen Startpunkt pro Team. Eisinsel, Falle, zwei Brüder, Land des Feuers, Splitter. Neue Panzerung auf der New Orleans. Die Panzerung der Hilfsräume querab wurde um neue Teile erweitert. Auch die Hinter- und Vorderschiffspanzerung wurde um neue Beplattungen erweitert. Diese Änderung hat keine Auswirkung auf die Schiffsleistung. Das Logo der Medaille Krake freigelassen wurde aktualisiert. Mhm. Warum? Das war doch eine schöne. Feiert die Wintertagsfeste mit Legends und bringt das Glück auf eure Seite. Hinweis, World of Warships Legends ändert seine Einstufung gemäß ACB, Australian. Ach, das ist mir egal, das interessiert uns alles nicht. Ja, Freunde, das war's. Also für mich, weiß ich nicht, mich hat's nicht überzeugt. Schreibt mir auf jeden Fall mal eure Meinung unten in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Also ich finde das für ein Weihnachtsupdate, ne? Es klingt sehr viel, aber ich sag mal, für Leute, die halt schon länger dabei sind, ist es ziemlich wenig, weil das alles Inhalte sind, die es schon gab. Also alles nur so aufgewärmte Brühe. Ne? Kaum wirklich was Neues. Dann dieser Cyberpunk-Mist da zu Weihnachten. Also mich reißt das Update wirklich überhaupt nicht vom Hocker. Für neue Leute ist das natürlich wieder ein Fest. Ne? Die haben jetzt hier wirklich viel, was sie kaufen können. Aber Wargaming, ihr solltet vielleicht auch mal eure eingefleischten Spielerschaften nicht so außer Augen lassen. Ne? Also es wäre auch schön, wenn ihr denen halt auch mal einiges bietet. Ne? Also wie gesagt, den größten Teil von den Schiffen oder den Sachen, die ihr hier so seht, werden die meisten eben auch schon in den Hafen stehen haben. Deswegen ist das für mich ein sehr, sehr bescheidenes Weihnachtsupdate. Finde ich sehr schade, weil auf das Weihnachtsupdate habe ich mich eigentlich immer gefreut. Wie gesagt, schreibt mir auf jeden Fall mal eure Meinung unten in die Kommentare. So, kommen wir zu den Balancing-Änderungen. Wir kommen bei dem letzten Bericht des Ministeriums für Balancing 2024. In diesem Update nehmen wir einige Verbesserungen, um die ihr gebeten habt, an Schiffen wie Druid und Miyogi vor. Und als besonderes Neujahrsgeschenk gibt es zusätzliche Verbesserungen an verschiedenen Schiffen im Spiel, die einen kleinen Leistungsschub verdienen. Stufe 8, Druid. Die Druid kann durchaus einige Verbesserungen vertragen, also haben wir die beliebtesten Vorschläge kombiniert und die Lunden der AP-Granaten ihrer Hauptbatterie verkürzt, sowie die Haltbarkeit ihrer Geschütztürme um 50% erhöht. Damit kann sie sich in Artillerieduellen gegen andere Zerstörer nun besser behaupten. Finde ich gut. Lunde der AP-Granate. Lunde der AP, das ist, wir schießen doch hier keine Kugel, ne? Die meinen dann halt einfach den Zeitverzöger, ne, oder Zeitzünder, so rum, Entschuldigung, ne, also, ja, okay. Der Hauptbatterie von 21mm auf 12mm verkürzt, das ist wirklich gut, Freunde, das klingt jetzt total bescheuert, nein, ist es nicht, weil dadurch, dass ihr so spät eine ihr so eine hohe Penetration hattet, habt ihr halt bei DDs und sowas nur Overpens gemacht und dadurch halt einen unfassbar geringen Schadensoutput gehabt. Und das war natürlich sehr, sehr schwierig. Und das haben sie jetzt geändert. Jetzt kann sie sich auch gegen die leichteren Ziele besser behaupten, weil da die Granaten schneller scharf werden und dadurch dann halt auch einfach mehr Schaden wirken können. TP an der Hauptbatterie von 4000 auf 6000 erhöht. Ja, ein kleiner, aber sehr solider Buff. Ibuki, Ibuki B, die Ibuki-Zwillinge erhalten eine leichte Verbesserung der Nachladezeit, damit sie mit ihren Konkurrenten besser mithalten können. Nachladezeit der Hauptbatterie von 13 auf 12 Sekunden verkürzt. Okay. Iwami und Iwami B, wir möchten die Leistung des Iwami
Duos mit zusätzlicher Schadenswirkung und besseren Torpedosteiger. Maximaler Schaden der AP-Granaten der Hauptbatterie von 12.750 auf 13.600 erhöht und Torpedogeschwindigkeit von 67 auf 70 Knoten erhöht. Okay. Sejong, superleichter Kreuzer haben mitunter Probleme mit der Haltbarkeit und die Sejong bildet da keine Ausnahme. Deswegen verbessern wir TP und Verborgenheit für die Sejong, damit sie ihre Gegner auch in Zukunft gehörig Pisa, finde ich gut. Ich mag die Sejong extrem gerne. Erkennbarkeitsreichweite zum Wasser von 12,05 auf 11,68 verringert. Erkennbarkeit aus der Luft von 7,59 auf 7,36 verringert. Erkennbarkeit zum Wasser beim Feuer im Nebel von 6,2 auf 5,9 verringert. Gesamt-TP des Standardsrumpfs, wir gehen aber hier gleich verbesserten Rumpf. Gesamt-TP des verbesserten Rumpfs von 32.000 auf 35.000 erhöht, das ist in Ordnung. Ja, diese Einzelheiten will ich nicht auflesen. Und Maschinenraum-TP, achso, ja. Also, wir haben nochmal eine Gesamt- Aufbesserung von 3000 Leben mehr. In Ordnung. Z44, rund um Stufe 8, hat sich im vergangenen Jahr eine hitzige Konkurrenz zwischen den Zerstörern entsponnen. Deshalb bekommt die Z44 eine verbesserte Hauptbatterie, damit sie sich im Gefecht besser verteidigen kann. Ladezeit von 4,2 Sekunden auf 4 Sekunden verkürzt. Ja, also die 0,2 Sekunden, das macht es jetzt auch nicht fett. Höchstschaden der Hauptbatterie, Sprenggranaten von 1500 auf 1550 erhöht. Ja, ist jetzt nicht sonderlich viel. Finde ich, hat sie jetzt eigentlich auch nicht nötig, weil die Z44 wirklich eher ein Torpedoboot ist. Ne, und ich finde, das macht sie sehr, sehr gut. Und ja, ist okay. Constellation. Die Constellation ist in wettbewerbsorientierten Umgebungen ein solides Schiff. In regulären Gefechten kann sie jedoch unerwartet in Bedrängnis geraten. Wir wollen ihr die Verwundbarkeit nicht nehmen, aber wir geben ihr die Möglichkeit, dank kürzerer Nachladezeit etwas zusätzlichen Schaden zu verursachen. Nachladezeit von 27 Sekunden auf 25 Sekunden verkürzt, meinetwegen. Cascon. Verglichen mit ihrer Cousine, der Chopin, steckt die Cascon gewissermaßen in einer Identitätskrise, da sie zwar eine ähnliche Schutzanordnung hat, aber nicht dieselbe vorteilhafte Artillerie. Wir verleihen ihr einen Buff, um ihre Streuung auf das Niveau der Champagne zu heben, so wird aus der Cascon eine alternative Langdistanzkämpferin mit größerer Haltbarkeit, aber geringerem Schadenspotenzial im Vergleich zur Champagne, die einen Nachladebooster und größere Geschütze ihr eigen nennt. Granatensteuerung der Hauptbatterie um 20% verbessert, vom Niveau europäischer Schlachtschiffe auf das Niveau von Schlachtkreuzern. Aha. Mogami. Wie die Ibuki erhält auch die Mogami eine kleine Verbesserung der Nachladezeit, damit sie besser mit den Konkurrenz mithalten kann, von 14 Sekunden auf 13 Sekunden. Ist euch schon mal aufgefallen, dass die Mogami immer wieder gebufft wird und die Atago so überhaupt nicht mal angepasst wird? Also die Mogami rennt so langsam der Atago wirklich den Rang ab. Ne, und ich finde das sehr schade, weil die Atago einfach ein wunderschönes Schiff ist und die wird halt wirklich so langsam unten liegen lassen, weil damit habe ich mich nämlich jetzt letztens mit dem Train drüber unterhalten. Denn, das Video werde ich euch auch noch zeigen, habe ich extra aufgenommen, ich bin tatsächlich jetzt letztens Miyogi gefahren und habe noch zum Train gesagt gehabt, ey, das Ding werden sie auch niemals buffen. Da haben wir wirklich allzu geredet, was meinst du, das Ding packen sie doch nochmal an? Da habe ich gesagt, nee, überleg mal, wie lange die schon draußen ist, die haben sie total vergessen. Und zack, jetzt kommt sie, ja, finde ich total witzig. Stufe 4, Miyogi. Obwohl sie ihrer Konkurrenz in anderer Hinsicht durchaus gewachsen ist, nicht wirklich, hängt die Miyogi auf Stufe 4 in Sachen Schadenswirkung hinterher. Deshalb verbessern wir ihre Nachladezeit ganz erheblich. Ist ja auch klar, Wargaming. Also, ne, da brauche ich nicht mal meinen wunderschönen Kraken rumtrinken. Ne, wenn ich die gleiche Nachladezeit habe und den gleichen Schadensoutput habe, wie die Kongo. Obwohl die Kongo aber ein Tor mehr hat, dann ist doch logisch, dass mein Schaden nicht mal ansatzweise so gut ist wie von der Kongo. Und dazu kommt noch, dass meine zwei Hauptgeschütze hinten sitzen und ich vorne nur eins habe. Also, das Schiff gehört auf Stufe 3, Punkt aus. Und das ist auch die offizielle. Ne, sie ist auf PC, ist die Stufe 4. Ne, deswegen hätte sie bei uns auf Stufe 3 gehört. Und da würde sie sich auch wirklich gut anfühlen, bin ich ehrlich. Ne, da ist sie absolut in Ordnung. Aber gegen T5, ja, das ist kritisch. Aber trotzdem, Nachladezeit von 30 Sekunden auf 22 Sekunden verkürzt. Ich hoffe, das bringt was. Viberus Unitis. Die Viberus Unitis hat eher in anderen Bereichen zu kämpfen als die Miyogi, hauptsächlich wegen ihrer schlechten Haltbarkeit. Wir gleichen das teilweise durch ihre Reparaturmannschaft aus. Teilweise unterstreichen wir auch ihre Eigenart als Glaskanone, indem wir die Leistung der Hauptbatterie verbessern. Maximale Reichweite der Hauptbatterie von 14,3 auf 14,6 erhöht. Das finde ich gut, weil die Hauptbatterie, die war wirklich sehr kurz. Nachladezeit der Hauptbatterie von 30 auf 27 verkürzt. Auch in Ordnung. Von der Reparaturmannschaft wiederhergestellte TP von 0,5% auf 0,66% pro Sekunde erhöht. Ne? Höchstzahl der TP, die pro Einsatz wiederhergestellt werden können, von 14 auf 18,5% erhöht. Schiff 3, Hermes. Was die Leistung angeht, ist die Hermes der heimliche König unter den Flugzeugträgern der Stufe 3. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ich möchte echt mal diese Statistiken sehen, weil
Die Hermes, also ganz ehrlich, Freunde, ein krasser CV auf Stufe 3, das ist die Hosho, die ist sowas von übertrieben und die hätte wirklich mal Nerf benötigt. Die Hermes ist okay, aber die finde ich in keinster Weise jetzt so dermaßen krank, wie jetzt zum Beispiel die Hosho. Und ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen. Und ich sehe die Hermes auf Stufe 3 wirklich seltenst. Ne? Also die meisten Schiffe sind wirklich die Lengley und die Hosho, die ich sehe. Dann ab und an auch mal eine Rhein und die Cosmoloris und wie sie heißt. Ne? Aber die Hermes oder generell die britischen CVs sieht man unfassbar selten. Maximaler Schaden der Torpedos von 5833 auf 5367 verringert. Schmeißt sie nicht sogar nur ein Torpedo ab? Da fliegt er, oder sind das mittlerweile zwei? Ich weiß es gar nicht mehr. Jubari, wir verbessern die Jubari, indem wir sie schneller nachladen lassen, was zur niedrigen Anzahl ihrer Geschütze besser passt. Ich mag das Schiff total gerne. Nachladezeit der Hauptbatterie von 6,5 auf 5,5. Komm, da hättest du auch 5 Sekunden machen können. 1,5 Sekunden, das wäre auch okay. Aber im Großen und Ganzen sind es nur Buffs. Buffs sind immer gut. Es gibt in meinen Augen Schiffe, die einen Buff deutlich nötiger gehabt hätten, obwohl das mit dem Yugi finde ich schon sehr, sehr cool, dass sie hier endlich mal auch mal Low-Tier anpassen. Ja, jetzt fehlt nur noch der Chakalov-Nerf und der muss richtig scheppern, weil nach wie vor bin ich der Meinung, das Ding ist einfach völlig broken. Gut, Freunde, das waren die gesamten Patch-Notes. Schreibt mir auf jeden Fall eure Meinung unten in die Kommentare und dann sehen wir uns. Lasst mich überlegen, Montag habe ich Nachtschicht, also ich werde Montag keinen Stream machen können, aber ich werde euch dann nächste Woche in aller Ruhe dann die Schiffe vorstellen. Und denkt dran, Freunde, wir sehen uns am 23. Dezember dann wieder. Ich gehe mal davon aus, so 17, 18 Uhr. Ja, ich denke mal eher 17, wir wollen ja dann auch schön ein paar andere Spiele auch mal streamen und Spaß haben, wie U-Boat, ne, wollen wir mal reingucken ins neueste Update, ist ja jetzt eine Vollversion, das Spiel, und dann wollen wir natürlich mal reinschauen, wie sich das Spiel entwickelt hat, und, dann wollen wir vielleicht mal dieses Destroyer-Hunter da spielen, U-Boat-Hunter, ne, wo wir hier als Fletcher-Klasse deutsche U-Boote jagen müssen, das möchte ich mir ja gerne mal angucken, da kann ich eure Hilfe gebrauchen, weil, ja, ich bin da nicht der Hellste in dem Spiel. Und vielleicht machen wir abends dann nochmal eine schöne kleine Horror-Session, wo der Adler sich dann nochmal richtig schön gruseln kann. Gut, Freunde, dann wünsche ich euch auf jeden Fall ein wunderschönes Wochenende. Bis dahin, euer Adler war. Macht's gut!